schwanger? Sieht so aus. Es kann nur sein, dass du gar nicht der Vater bist. Ich habe noch mal mit Andi geschlafen. Moment mal. Wolltest du deswegen zum Arzt, um das Kind abzutreiben? Du hast doch gesagt, du willst Kinder. Ja, vielleicht irgendwann mal. Aber wenn, dann auch mit einem anständigen Mann dazu. Ich will 1 Million. Du hast einen Kaufvertrag. Gib ihn mir her. Für 1 Million. Die Lieferung der Diamanten erfolgt morgen. Mittags pünktlich um 12. Die Steine werden streng bewacht werden. Wir bräuchten ein Ablenkungsmanöver. Etwas, das die Aufmerksamkeit von allen auf sich zieht. Alexa! Tu das nicht! Hey, jetzt komm schon. Ich weiß, dass du denkst, dass das der einzige Ausweg ist, aber das stimmt nicht. Du willst, dass ich bei dir bleibe? Alexa, bewegen Sie jetzt Ihren Hintern an die Dachkante. Das ist unsere einzige Chance, die Diamanten zu bekommen. Bitte, Alexa, tu das nicht. Ich hab das nie gewollt, aber ich liebe dich. Ich will dich nicht verlieren. Wo bleiben Sie? Ich kann es einfach nicht mehr. Dieses ewige Hin und Her. Wie wir uns anfeinden und bekämpfen. Obwohl ich dich liebe. Dann lass uns doch aufhören zu kämpfen. Verdammt doch mal, jetzt und hier. Du musst nur zu mir kommen und alles wird gut. Alexa, Emilio hat die Möglichkeit, den Koffer auszutauschen, und zwar jetzt. Ansonsten werden Sie den Tod Ihres Vaters niemals rächen. Sie werden immer zwischen uns stehen. Irgendwann gibst du mir wieder die Schuld, dass mein Vater Eva erschossen hat. Und du hast ihn auf dem Gewissen. Nichts wird gut, Ansgar. Tu es nicht, Alexa. Bitte. Ich liebe dich. Was hat mir das gebracht? Nichts. Deine Scheißliebe macht mich fertig. Ich will auch nicht mehr. Oh Gott, Alexa, springen Sie nicht! Ich kann nicht mehr. Alexa? Hey, Alexa, lass den Quatsch! Mach jetzt bitte keinen Scheiß, okay? Egal, was das Problem ist. Scheiße. Wir finden eine Lösung. Es gibt keine Lösung! Alexa, bitte! Es gibt immer eine Lösung. Los, bringen Sie die Diamanten in Sicherheit. Dass ihr die richtigen Diamanten seid. Sie wissen aber, dass Sie heute noch keine endgültige Entscheidung treffen müssen. Sie haben bis zum 49. Tag der Schwangerschaft Zeit. Wenn Sie sich aber wirklich für einen Abbruch entscheiden, würden wir in Ihrem Fall einen medikamentösen Abbruch durchführen. Dazu werden dann 2 Medikamente verwendet. Das erste blockiert die schwangerschaftserhaltende Wirkung des Progesterons, das ihr Körper produziert. Das zweite Präparat, ein Zusammenziehen der Gebärmutter, sodass die Schwangerschaft ausgeschlossen wird. 3 Tabletten des ersten Präparats. 2 Tage später 2 Tabletten des zweiten Präparats. Frau Jakob, hallo? Frau Jakob, können Sie mich hören? Was? Wir haben noch Zeit. Sie müssen das nicht heute entscheiden, ob Sie... Ich kann das Kind nicht bekommen, ich... Wirklich, ich mag Kinder und ich möchte auch mal welche haben, aber wenn, dann halt mit einer richtigen Familie und einem richtigen Mann, verstehen Sie? Sie können die ersten Tabletten sofort nehmen und in 48 Stunden dann das zweite Präparat. Und ich schreibe Ihnen auch noch ein Schmerzmittel auf.
Haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmert? Frau Jakob, es wird Ihnen nicht gut gehen. Deshalb empfehle ich Ihnen, sich Hilfe zu holen. Sie sind doch an die ärztliche Schweigepflicht gebunden, oder? Natürlich. Sie haben mit noch niemandem über die Schwangerschaft gesprochen, oder? Doch. Die beiden möglichen Väter wissen Bescheid. Seitdem drehen sie total durch. Zuerst wollten sie sich die ganze Zeit verprügeln. Jetzt tun sie so, als wären sie wieder beste Kumpels. Nur damit ich auch ja ihr Baby bekomme. Es geht gar nicht mehr darum, was ich will oder was für mich gut wäre. Es geht nur darum, dass alle denken, dass sie wissen, was für mich gut ist. Es gibt sicher jemanden, der sie unterstützen wird. Mein Vater kommt für ein paar Tage. Ich muss dann auch. Frau Jakob, ich brauche hier erst noch eine Unterschrift, dass ich Sie über mögliche Risiken und Nebenwirkungen des Abbruchs aufgeklärt habe und mögliche Alternativen. Danke, Emilio. Gute Arbeit. Stimmt das? Alexa wollte sich umbringen? Ist ja schrecklich. Ist heute Feiertag oder warum arbeitet keiner? Alexa wollte sich angeblich umbringen. Sie wollte sich vom Dach stürzen. Mhm. Und ich dachte, sie hätte die Nächte mit dir erfolgreich verdrängt. Es geht mir gut, ich muss nicht ins Krankenhaus. Hör zu, der Krankenwagen ist jetzt da. Du fährst besser mit, sonst nehmen sie dich gegen deinen Willen mit. Können wir irgendetwas für Sie tun, Frau Berg? Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Wollt der Vater heute nicht kommen? Hallo, Baby Bella, alles okay? Klar. Gut. Entschuldigung, könnten Sie 5 Minuten auf meine Tochter aufpassen? Es dauert nicht lang und sie schläft auch ganz lieb. Okay. Sehr witzig. Gesehen. Nein, habe ich nicht. Außerdem warst du diese Woche dran mit. Wow. Oh. Willst du mich verarschen? Komm schon, beeil dich, Emilio. Ich muss wissen, ob du es geschafft hast. Wow. Ich hätte nie gedacht, dass 85 Millionen so schön sein können. Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Ja, seltsam, oder? Hm? Wieso? Was hätte denn schiefgehen sollen? Sag mir, dass ich hier auf Diamanten im Wert von 85 Millionen gucke. Und dass Elisabeth oben in der Chefetage nur die Plagiate hat. Hast du nicht was vergessen? Sanchez, keine Zeit für Spielchen. Also in meinen Augen sind 1 Million Euro kein Spielchen. Falls irgendjemand versucht hat, an die Diamanten zu kommen, Pech gehabt. Das ist die größte Investition, die wir seit langem gemacht haben. Wenn da irgendwas schiefgegangen wäre, dann hätte die Versicherung gezahlt.
Ganz ist trotzdem ein viel zu großer Zufall. Alexas Selbstmordversuch ausgerechnet in dem Moment, wo die Diamanten geliefert werden. Du hast doch schon immer gesagt, dass sie etwas labil ist. Ja, und du darfst nicht vergessen, die Situation zwischen ihr und Ansgar, die ist schon belastend. Ja, ich will manchmal auch aus dem Fenster springen, wenn ich die beiden beim Frühstücken beobachten muss. Ich will auf jeden Fall nicht in ihre Haut stecken. Die ganze Zeit dieses Hin und Her, das ist ja auch ein bisschen zermürbend. Wie auch immer, es kann sein, dass wir irgendwas übersehen haben. Aber außer uns dreien und Lara wusste doch niemand Bescheid. Emilio habe ich eine halbe Stunde vorher eingeweiht. Also? Komm runter. Es lief alles wie geplant. Du warst doch gerade oben in der Chefetage. Haben die einen Verdacht? Null. Die werden schön die Strassklunker in den Tresor sperren und glauben, dass sie auf einem Vermögen sitzen. Und wenn sie die Wahrheit erfahren? Dann bemerken sie, dass die Versicherung gerade mal 100.000 Euro abdeckt. Tja, bisschen doof gelaufen, hä? Das hast du schön gesagt. 85 Millionen. Dann bringe ich die Klunker mal runter in den Tresor. Wenn die wegkommen, haben wir ein echtes Problem. Tu das, Tristan. Und mach dir keine unnötigen Sorgen. Es ist ja alles gut gegangen. Tja, damit sind Elisabeths Tage als Chefin gezählt. Das wird dir das Genick brechen. Ja, gleich kommt die Mama wieder. Soll ich mal? Gerne. Na, du kleine Maus. Ich hab sie. Ja. Ja, da ist ja ein Naturtalent am Werk. Hey. Ich bin gut mit kleinen Kindern. Was, ne? Dankeschön. Bitte schön. Ja, wie ich mich erstmal drum kümmern werde, wenn wir so ein Kind haben. Hat man ja bei deiner Tochter gesehen. Wie alt war die noch gleich? 17? Und du hast dich nicht um sie gekümmert? Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber daraus kann man ja lernen. Okay, Jungs, ich weiß es zu schätzen, dass ihr euch zusammenrauft. Und ich verstehe auch, dass ihr mir damit helfen wollt. Ich weiß trotzdem noch nicht, ob ich dieses Kind bekomme oder nicht. Und bis ich es weiß, möchte ich einfach meine Ruhe, okay? Ja, aber du schuldest mir immer noch 1 Million Euro. Was machst du denn hier? Ich habe Emilio gebeten, mir von Alexa zu berichten. Wenn unsere Marketingchefin durchknallt, dann sollte ich das wissen. Danke, Sanchez. Alexa hat für ihren Selbstmordversuch einen erstaunlich guten Zeitpunkt gewählt, findest du nicht? Wieso? War da irgendwas Besonderes? Wir haben gerade LCL Green gelauncht. Das Urteil im Umweltprozess steht kurz bevor. Die ganze Welt blickt auf LCL und Alexa hat nichts Besseres zu tun, als sich vom Dach zu stürzen. Dein Mitgefühl für deine Ex-Frau ist rührend. Du glaubst es, sie deswegen Ansgar getan hat. Woher soll ich das wissen? Naja, ihr beide hier. Ihr habt euch doch mittlerweile richtig gerne. Tristan, ich leite diese Firma. Sie ist die Marketingchefin. Es kommt bald eine Kollektion raus und natürlich sprechen wir. Aber nicht über Privates. Was soll das? Wenn Alexa irgendwas getan hat, das... Das ist eine Überraschung. Für Sebastian. Streng geheim. Naja, wenn du es sehen würdest, würdest du wahrscheinlich rot werden. Das bezweifle ich. Aber so genau will ich es gar nicht wissen. Was ist mit Alexa? Jetzt pass mal auf, wenn du wissen willst, warum deine Ex-Frau springen wollte, fahr ins Krankenhaus und frag sie. Thank you.
Sie haben die Nummer von Charlie Schneider gewählt. Entschuldige, dass ich so spät bin. Aber wir hatten einen Riesenstau auf der Autobahn. Papa. Du hast mir so gefehlt, mein Schatz. Hübsch siehst du aus. Oh, Kuchen, das ist ja super. Bienenstich, den magst du doch so gerne. Ist Charlie gar nicht da? Die ist auf einer Weinreise in Südafrika. Ich kann sie nicht erreichen. Ich weiß nicht, Funkloch oder sie hat ihr Handy verloren. Bin sicher, sie meldet sich. Habt ihr irgendwo Teller? Ich bin doch bei deinem Lieblingsbäcker vorbeigefahren. Weißt du, wo du früher mal die Süßigkeiten gekauft hast? Weißt du noch? Papa? Was ist? Machst du dir solche Sorgen um deine Mutter? Ich bin schwanger und weiß nicht, ob ich das Kind behalten soll. Mann, ich hab keine Show abgezogen. Ja, ist klar. Ich werd voll der tolle Vater werden und kann richtig gut mit Kindern. Mann, Alter, jetzt komm mal runter. Nein, du kommst jetzt mal runter. Hast du nicht gesehen, wie fertig Bella war? Das reicht nicht, dass wir aufhören, uns gegenseitig die Köpfe einzuhauen. Muss auch aufhören, Druck auf sie auszuüben. Das kann sie jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Was, wenn sie sich gegen das Kind entscheidet? Keine Ahnung. Mann, ich find's einfach scheiße, dass sie alles entscheiden kann. Das Kind ist schließlich auch von uns. Was willst du denn machen? Sie bis zur Geburt festbinden? Mann, ich meine doch nur. Ja, ich weiß. Ich muss zur Arbeit. Man sieht sich. Gibt's schon was Neues? Sie wird noch untersucht. Ich hätte nie gedacht, dass Alexa sowas tun würde. Sie ist nicht der Typ für einen Selbstmordversuch. Das hätte ich mir eigentlich schon gestern Abend denken können. Sie wirkte irgendwie so enttäuscht. Vielleicht hat sie es ja auch absichtlich getan. Vielleicht hat sie nur so getan, als ob sie springen will, weil sie dir einen reinwürgen wollte. Glaube ich nicht. Ich habe ihren Abschiedsbrief gelesen. Und abgesehen davon, ich war mit ihr da oben auf dem Dach. Sie wollte springen. Ich habe es in ihrem Blick gesehen. Sie wollte wirklich springen. Das ist gut. Das ist nicht gut. Ich stand da unten und ich hab gedacht, jetzt muss ich zugucken, wie sie da runterspringt. Ich bin froh, dass du da warst. Ja, bin ich auch. Ich glaube, das gehört Alexa. Andi ist nicht der Vater. Er ist nicht mehr mein Andi. Und ich weiß es nicht. Und dieser andere? Dieser Sascha Vucevic? Vukovic. Ich weiß es eben nicht, vielleicht. Entschuldige, aber langsam komme ich ein bisschen durcheinander. Ich auch. Bitte, nicht weinen, Schatz. Erzähl dir erst mal, was sagen die beiden denn dazu? Die sind vollkommen von der Rolle. Die kaufen mir ständig irgendwelche Sachen und wollen, dass ich das Kind kriege. Beide? Sascha hat eine Tochter, die ist 15. Ich meine, er hat keinen Kontakt zu ihr. Verstehe. Und jetzt glaubt ihr, dein Baby ist seine große Chance. Und Andi hofft, dass wir dadurch unsere Beziehung wieder hinkriegen. Und wen von beiden magst du lieber? Ich bin in keinen mehr verliebt und das wird sich auch nicht mehr ändern. Weißt du, ich meine, ein Kind großziehen alleine, das, ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
Also, vielleicht wundert dich das ausgerechnet, ich das sage, aber man kann Kinder auch ohne Vater großziehen. Ich fühle mich einfach noch viel zu jung dafür. Deine Mutter war jünger, als sie dich adoptiert hat. Für sie warst du das größte Geschenk der Welt. Und Charlie hat mich weggegeben. Aber sie hat es immer bereut, das weißt du auch. Aber was ist denn, wenn es mir genauso geht, wenn ich genauso überfordert bin, weil das Kind die ganze Nacht schreit und ständig krank ist? Oder ich kann nicht zur Arbeit gehen, weil ich keinen Kita-Platz finde. Du bist doch nicht alleine. Hey. Ich bin doch immer für dich da. Charlie und ihr Mann auch. Ja, aber es ist meine Verantwortung, verstehst du? Ich muss eine Entscheidung treffen. Dass wenn ich jetzt einfach das Gefühl habe, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, dann ist es wahrscheinlich einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Mein Gott, wo bleibt die denn? Aha. Willkommen zu Hause. Wie bist du hier reingekommen? Nein. Das ist nicht die Frage, um die es hier geht. Die wäre dann, wo er... Wann bekomme ich meinen Anteil? Du schuldest mir 1 Million Euro. Glaubst du, ich habe so viel Geld hier flüssig rumliegen? Das ist mir scheißegal. Ich will meine Kohle und zwar jetzt. Emilio, hören wir mal zu. Es sind schon dickere Fische erstickt, weil sie mich unter Druck setzen wollten. Hm. Nein. Warte mal. Wir haben doch einen Deal, oder? Sag mal... Warum reden wir über das Geschäftliche? Wäre es, wenn wir vorher ein bisschen feiern? Oben in meiner Suite. Sei denn, du hast keine Lust. Gut. Gehen wir. Und wie fühlen Sie sich? Ich will einfach nur nach Hause. Hören Sie, ich hatte einen schlechten Tag. Und ich habe total überreagiert. Aber jetzt geht's mir besser. Also, kann ich nach Hause? Frau Berg, Sie haben versucht, sich umzubringen. Ich habe die Pflicht, zu beurteilen, ob Sie weiterhin suizidgefährdet sind. Bitte. Sollte es der Fall sein, müssen wir Sie vorübergehend zu Ihrer eigenen Sicherheit in eine geschlossene Einrichtung unterbringen. Sie wollen mich in die Klapse stecken! Nur zur Beobachtung. Und nur für 2 Tage. Und sie wollte sich da echt runterstürzen? Ja, wollte sie. Das war echt nicht lustig. Wäre aber praktisch gewesen. Kim. Was denn? Ja, ist total schlimm, dass sie sich umbringen wollte. Aber rein pragmatisch gesehen hätten wir ein Problem weniger. Hören Sie, Sie helfen mir am meisten, wenn Sie mich einfach gehen lassen. Also, gut, ich hab's wegen Ansgar gemacht. Nach dem Tod meines Vaters, da war er für mich da. Und ich habe angefangen zu glauben, dass ihm wirklich was an mir liegt. Ich habe mich geirrt. Das hat wehgetan. Das Ganze ist auch irgendwie meine Schuld. Alexa ist komplett balla und das war sie schon immer. Es ist überhaupt nicht deine Schuld. Kim, dieser ewige Kampf zwischen uns, das war einfach zu viel für sie. Ich habe ihn geliebt. Aber das ist jetzt vorbei und da oben auf dem Dach, ich wollte, dass er denkt, dass ich es seinetwegen tue. Ich wollte ihn bestrafen. Und dafür riskieren Sie also Ihr Leben? Ich habe mein Leben nicht riskiert. Ich habe einen Abschiedsbrief hinterlassen. Ich wusste, dass man mich dann rechtzeitig rettet. Der guten Beliebtheitswettbewerb gewinne ich damit wahrscheinlich nicht, aber das heißt ja auch, dass ich nicht suizidgefährdet bin. Wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung. Wenn's schlecht für sie läuft, dann wird sie in eine geschlossene Anstalt eingeliefert. Das ist doch super. Wenn Alexa in der Klapse ist, dann hat Tanja keine Kohle mehr und kann LCL nicht übernehmen. Dann hast du endlich freie Bahn. In 2 Wochen werden die Diamanten geliefert. Moment, langsam. Wer bist du? Und was hast du mit der Kim gemacht, die ich kenne? Ich bin Kim.
2.0 besser und überhaupt. Ansgar, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass Alexa endlich aus deinem Leben verschwindet. Sie wollen mit meinen Angehörigen sprechen. Ich habe keine Familie mehr. Sie leben bei der Familie Landstein. In Fällen wie diesen ist es üblich, das direkte Umfeld einzubeziehen, um zu einem Urteil über den Geisteszustand des Patienten. Mit meinem Geisteszustand ist alles in Ordnung. Jetzt komm schon, Ansgar. Du hast selbst gesagt, du willst sie los sein. Dann ist endlich Ruhe im Karton. Was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Und schwanger? Ich würde an Wunder glauben. Ganz ehrlich, mein Schatz, ich möchte nicht mit dir tauschen. Dann würdest du es nicht bekommen? Ich meine damit, dass du eine unheimlich schwere Entscheidung treffen musst. Das muss jede Frau. Ist ja nicht nur die Entscheidung, ob man das Kind kriegt oder nicht. Danach geht's ja erst richtig los. Wir Männer arbeiten weiter, als wäre nichts passiert, aber die Sache mit den Kindern bleibt doch meist an der Frau hängen. Meinst du, es wäre andersrum besser? Gott bewahre. Ich bin froh, dass die Evolution das Privileg der Geburt euch Frauen vermacht hat. Privileg? Ah ja. Gucken wir uns Männer doch an. Hier. Jammerlappen ohne Ende. Ich meine, wenn es um Autos geht oder Motorsägen, dann schwingen wir große Reden. Aber unsere Schmerztoleranz ist so jämmerlich. Wir fallen doch schon in Ohnmacht, wenn wir uns nur einen Finger schneiden. Seit wann bist du so ein Frauenversteher? Als deine Mutter gestorben ist, da waren wir beide ganz alleine, du und ich. Weißt du noch? Ich hatte auch Angst. Angst, dass ich nicht packe, dich allein großzuziehen, ohne deine Mutter. Mädchen der Pubertät und ein alter Knochen wie ich. Ich wollte immer für dich da sein, aber ich habe dich und deine Probleme noch nie richtig verstanden. Das stimmt doch gar nicht. Deine Mutter war da besser. Das stimmt. Sie wusste immer, was zu tun ist. Was man sagen muss, wie man tröstet. Und ich? Meine Güte, du hast echt was ausgehalten. Komm, so schlimm warst du gar nicht. Doch. Weißt du, woran ich das gemerkt habe? Dass du irgendwann angefangen hast, dich um mich zu kümmern. Und weißt du, warum ich es geschafft habe, mich wieder zusammenzureißen? Weil du mir gezeigt hast, wie das geht. Bella, du hast mit 14 schon gewusst, was zu tun ist. Aber jetzt weiß ich es einfach nicht. Wenn Sie sich bloß Frau Berkner. Alexa, wie geht's dir? Ansgar. Was ist denn los? Wie geht es hier? Beruhigen Sie sich, Krebs anstellen. Ich würde gerne mit Ihnen kurz reden. Was, mit mir? Warum? Frau Doktor, für Sie. Einen Moment, bitte. Wenn du auch nur ein Wort von dem, was du auf dem Dach gesagt hast, ernst gemeint hast, dann musst du mir jetzt helfen. Bitte, du darfst mich jetzt nicht hängen lassen, sonst sperren die mich ein. Komm, bitte. Können wir dann? Kommen Sie bitte mit. Bist du krank? Nein, alles gut. Du weißt aber schon, dass du mit mir über alles reden kannst, ne? Ja, aber es ist wirklich alles gut. Du warst vorhin auch schon so komisch mit Sascha und Andi. Bist du regelrecht abgehauen? Ich hab doch auf meinen Vater gewartet. Wie läuft's denn bei euch? Gut. Er wollte nur noch ein bisschen spazieren gehen nach der langen Autofahrt. Okay, ich war vorhin durch den Wind. Ich musste eine Entscheidung treffen, die mir nicht leicht gefallen ist. Und jetzt? Jetzt habe ich die Entscheidung getroffen und es geht mir besser. Okay, aber du willst nicht drüber reden. Ich muss los. Bella. Hey, Olli. Machst du mir ein Bier? Bella ist schwanger. Hat sie dir das erzählt? Das wollte sie doch niemandem sagen. Das hat sie gerade vergessen. Ach du Scheiße.
Scheiße. Dann will sie das mit der Abtreibung doch durchziehen. Ich will sie sehen. Wow. 85 Millionen Diamanten. Wahnsinn. Nicht anfassen. Nur gucken. Sag mal, wann bekomme ich eigentlich meine Millionen? Hä? Warum hast du es so eilig? Ich will einfach nicht von dir beschissen werden. Sanchez, wir beide sind Partner. Und ich hätte große, große Lust, auf diesen erfolgreichen Tag mit dir anzustoßen. Cheers. Darauf trinke ich gern. Wir haben dich eigentlich erst in 2 Tagen zurückerwartet. Am Ende ging alles ganz schnell. Mit der Zeugenaussage des ersten Offiziers war klar, dass keine der am Tanker beteiligten Firmen das Unglück verschuldet hat. Dann ist das Kapitel jetzt abgeschlossen. Cleared of all charges, wie man so schön sagt. Wir sind offiziell freigesprochen von jeder Beteiligung an diesem Tankerunglück. Danke, Sebastian. Das war hervorragende Arbeit. Ist Tanja gar nicht da? Ich hoffe, sie hat die Füße stillgehalten. Sie hat nichts gegen mich unternommen. Im Gegenteil, als dieser Ben Schöne mich entführt hatte, hat sie sogar mitgeholfen, mich zu finden. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ja, das bin ich auch. Übrigens habe ich, nachdem ich wieder frei war, ihr ein Friedensangebot gemacht, aber sie hat abgelehnt. Immerhin war sie ehrlich zu dir. Wo steckt sie denn jetzt eigentlich? Die wissen, was wirklich wichtig ist. Ich weiß nicht, aber ich glaube, sie wollte nach Königsbrunn. Gut, dann werde ich jetzt auch mal nach Hause fahren. Meine Verlobte überraschen. Sebastian. Schön, dass du wieder da bist. Frauen, die wissen, was wirklich wichtig ist. Da bist du bei mir an der richtigen Stelle. Eingehende Prüfung, alle Fakten und ausführlichen Gesprächen sowohl mit Ihnen als auch... Können Sie mal zum Punkt kommen? Muss ich in die Geschlossene? Du hast mich hingehängt. Du Arsch! Graf Landstein hat angeräumt, dass Sie beide von Konflikten aufgeladene und daher für Sie beide eine emotional sehr belastende Beziehung haben. Das hat er gesagt. Vielleicht nicht ganz mit diesen Worten. Er hat mir auch bestätigt, dass Sie sich auf dem Dach ausgesprochen haben. Und er ist sicher, dass Sie beide einen Weg gefunden haben, damit umzugehen. Ja, das... Ja. Außerdem hat Graf Landstein mir versichert, dass seine Familie und er alles tun werden, um Ihnen in der kommenden Zeit Stabilität zu geben. Dann dürfen Sie nach Hause. Es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Ach, Herr Jakob, gut, dass Sie da sind. Sie müssen mit Bella reden. Was machst du hier? Wirklich, das ist sehr wichtig. Bella macht gerade einen großen Fehler. Ich verstehe, dass du aufgeregt bist, aber du kannst jetzt nicht mit meiner Tochter reden. Ich muss. Kapieren Sie das denn nicht? Du musst dich jetzt erstmal beruhigen, Mann. Nein, Bella darf das nicht machen, weil... Bella hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. So ein Schwachsinn. Wenn sie das macht, dann ist einfach alles vorbei. Was ist dann vorbei? Eure Freundschaft? Nein, darum geht's doch überhaupt gar nicht. Bella hat Angst. Sie braucht Unterstützung. Die sie von mir und Frau Schneider bekommen würde.
Bella hat sich trotzdem gegen dieses Kind entschieden. Ich lasse aber nicht zu, dass sie das macht. Bella, komm, mach die Tür auf, lass uns reden. Junge, komm, jetzt reiß dich mal zusammen. Nein, Bella wird ihres Lebens nicht mehr froh, wenn sie das macht. So eine Abtreibung, das ist einfach nicht sie. Und sie stehen einfach rum und machen gar nichts. Ist ihnen das völlig egal? Im Gegenteil. Und deshalb respektiere ich Bellas Entscheidung, denn sie muss damit leben. Darum akzeptieren wir beide auch, was auch immer sie tut. Ob dir das nun passt oder nicht. Ich will ihr nur helfen. Ich glaube, wir können beide ein Bier vertragen. Ich bleib hier und warte, bis sie die Tür aufmacht. Aber du klopfst nicht mehr. Kann ich noch etwas für Sie tun? Danke, das wär's erstmal. Bitten Sie doch Frau Linse, einen Ihrer berühmt-berüchtigten Kräutertees zu machen. Möchtest du auch was essen? Ich bin sehr froh, dass Sie heil wieder zurückgekehrt sind, Frau Berg, wenn mir diese Bemerkung gestattet ist. Danke. Na komm, ich bring dich nach oben. Dir auch, Ansgar. Also, danke. Für alles, ich meine, ohne deine Aussage, da. Du wolltest es wirklich tun, stimmt's? Ich hätte da oben auf dem Dach alles getan, damit du nicht springst. Ich hätte es echt wissen müssen. Was? Na, dass du gelogen hast. Du liebst mich nicht, du willst nicht mit mir zusammen sein, du wolltest nur, dass ich nicht springe. Ich hätte da oben alles gesagt, damit du nicht springst. Weil ich dich liebe. Warum denn sonst? So wird's immer sein, oder? Das war ganz gut, Sanchez. Ich weiß. Diamanten haben mich schon immer unglaublich angetörnt. Nur Diamanten also, ja? Ha? Hey, Tanja, ich bin's. Der Prozess ging früher zu Ende und das heißt, ich bin schon wieder da. Beziehungsweise gerade bin ich noch in der Firma. Aber du bist nicht hier. Ja, dann komme ich wohl am besten mal ganz schnell nach Hause. Bis gleich. Sag mal, kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen... Emilio, zieh dich an. Hm? Zieh dich an und verschwende Sebastian das auf dem Weg hierher. Er kann jede Sekunde hier sein. Okay, aber du schuldest mir noch 1 Million Euro. Das nimm deine Sachen, quatsch mich nicht voll und verschwinde. Okay, war trotzdem geil, Süße. Geil. Ich hab das nie gewollt, aber ich liebe dich. Ich will dich nicht verlieren. Sag mir, dass ich gerade eine Halluzination hatte. Ich habe Alexa getroffen, auf dem Weg in ihre Suite. Keine Halluzination. Du hättest sie loswerden können. Du hättest die Ärztin einfach nur ein bisschen bequatschen müssen. Alexa wäre hundertprozentig in der Klapse gelandet. Und so wie die Alte gerade drauf ist, wäre sie auch nicht mehr rausgekommen. Doch, das wäre sie, Kim. Früher oder später. Ja, und dann... Und dann wäre dieser Kampf in die nächste Runde gegangen. Ich will das alles nicht mehr. Also hat sie dich doch eingewickelt. Kim, du bist jung und musst noch viel lernen. In einem Krieg, der zu lange dauert, gibt's irgendwann nur noch Verlierer. Bella? Bella?
Bella, bitte. Ich weiß, dass du da bist. Komm, mach auf und lass uns darüber reden. Du hast noch Zeit. Du musst das nicht heute entscheiden. Bitte mach das nicht. Wenn du diese scheiß Pillen nimmst, dann gibt es kein Zurück mehr. Ich bin wieder da. Oh, hast du mich erschreckt. Das nenne ich mal eine herzliche Begrüßung. Komm zur Tür rein und schon der erste Vorwurf. Tja, das war eine Überraschung. Du bist 2 Tage früher zurück. Ich habe die Nachricht gerade erst gehört. Was ist das? Was? Schön. Ja. Willst du was trinken? Hast du dir wieder mal Arbeit mit nach Hause gebracht? Nein. Sollen wir anstoßen? Darauf, dass du wieder da bist, wir uns lange nicht gesehen haben und hoffentlich nicht die ganze Zeit streiten. Okay. Was ist hier los? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was ist da drin? Nichts. Da ist also nichts drin, womit du Elisabeth um ihren Posten bringen könntest? Nein. Nein?